Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Sport-Challenge. Unseren zweiten Teil habe ich heute Morgen beendet und fange hiermit den dritten Teil an, also Tag 7 bis 14. Ich mache den jetzt zu einem großen Vlog und nehme euch jetzt die 7 Tage mit. Und ihr könnt euch auf einiges freuen, beziehungsweise ich teile ja eigentlich nur meine Erfahrung mit euch. Ich bin keine Sportwissenschaftlerin oder sonst irgendwas. Ich zeige euch auch nur, wie mein Körper darauf reagiert. Bei jedem ist es anders. Genau, ich mache momentan jeden Tag Sport. Eine Stunde mindestens. Also ich sag mal, eigentlich jeden Tag eine Stunde intensiven Sport. Und im Alltag, wie auch auf der Arbeit, da habe ich eh den ganzen Tag nur Bewegung. Da komme ich nicht zum Essen zum Beispiel. Das heißt, ich esse eigentlich immer abends momentan, was aber nicht schlimm ist. Also mich stört das nicht. Genau, ich trinke viel Wasser in der Zeit und ich zeige euch, wie viel ich abnehme. Weil das sind ja wirklich viele. Dazu muss ich noch sagen, ich bin 1,58 Meter groß, beziehungsweise klein. ja, und das Gewicht, das ich jetzt gerade habe, das ist, glaube ich, ungefähr 62, 63, aber ich stelle mich gleich nochmal auf die Waage, weil ich muss ja auch das heutige Ergebnis kurz festhalten, weil ja Tag 7 ist. Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, blende ich euch das ein, und eine Sporteinheit muss ich gleich auch noch machen, die mache ich, glaube ich, zu Hause. Und anschließend stelle ich nochmal euch mein Essen für heute rein. Also, dass ihr das seht, schneide ich das nochmal ins Video rein. Genau, und alles Weitere seht ihr dann in den nächsten Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Tschüss! Hallo zusammen, ich bin wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ich wollte euch mal ein kurzes Update geben. Heute ist Tag 7, also die Hälfte der Zeit ist schon vorbei. Ich wollte einfach erzählen, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Also, ich würde mal sagen, dass ich die erste Woche überstanden habe, und das ist auch gut so. Ich habe meinen Teil abgenommen. Ich fühle mich fit. Ich passe wieder richtig in meine Kleidung, das muss ich auch dazu sagen. Ich fühle mich an sich mobiler. Genau. Bin aber noch nicht am Ende, und das merke ich auch. Sport macht riesen Spaß. Ich glaube, vorgestern hatte ich so ein kleines Down, aber das war okay. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Genau, jetzt. Das ist halt wirklich schwierig. Arbeit und Sport und alles zu kombinieren. Die Videos aufzunehmen. Ja, und den ganzen Alltag sonst noch. Aber es geht ja irgendwie. Ich hoffe, euch gefallen die Videos. Dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert mich. Und ja, auf jeden Fall geht es mir gut. Dennoch sind ein paar Tage anstrengend, das würde ich jetzt auch noch so sagen. Aber es ist machbar. So, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Wir haben gerade 6 Uhr irgendwas bei mir, und ich laufe jetzt zur Arbeit. Bis später.